Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Let's Paints. Ich habe mir nochmal zwischenzeitlich gerade in den letzten 3 Minuten, die letzte Aufnahme ist 3 Minuten her, ein bisschen Gedanken gemacht, wie ich das mit den Outlines machen kann, weil ich wollte ja eigentlich hier mit dem Lila die Outline machen, dann mit der Farbe beleuchten und dann nochmal mit dem Pinsel mit Weiß beleuchten. Aber da mir diese Spitze hier, ne, die ist mir einfach zu dick, die malt mir einfach zu dick. Und deswegen, weil ich auch gerne hier so Kanten schön hätte, habe ich mir überlegt, ich habe doch Schwarz in dünn. Dann mache ich die also quasi erstmal mit Schwarz. Dann gehe ich mit dem Lila rein, mache die an manchen Stellen heller, an manchen Stellen dann noch heller und dann zusätzlich noch an manchen Stellen mit dem Weiß. Und ich denke mal, das ist eine coole Lösung. Und dann gibt es nachher noch eine weiße Second Outline. Soweit der Plan. Also fangen wir mal direkt an mit den Outlines. Und auch hier male ich von links nach rechts. Ich gucke gerade mal, ob denn alles schon so weit trocken ist. Sieht aber ganz okay aus. Ja, ich denke mal, so wird das schon ganz cool. Schwierige ist halt nur, man sieht hier halt tatsächlich immer diese Leinwandstruktur, weil das einfach eine Hügellandschaft ist, quasi, wo man hier drüber malt. Aber das geht schon klar. Irgendwo habe ich gerade festgeklebt. Ich kann aber nichts sehen. Ich hoffe, ich hänge hier nicht zu doll mit meinem Kopf davor. Seht ihr nämlich hier nur so einen bärtigen, unrasierten Saik? Saik! So. Und ich muss tatsächlich sagen, also ich mache das jetzt gerne hier so gemischt, ne? Aber wenn ich nur für mich malen würde, ich würde die Outlines mit dem Pinsel machen. Aber das ist halt auch Geschmackssache. Es funktioniert beides. Beim Alien-Bild habt ihr ja gesehen, dass das auch geht, wenn man es mit dem Pinsel macht. Kann halt dann mit dem Fill-In wieder gegencutten. Je mehr Fadings man jedoch im Fill-In hat, desto schwieriger wird das Ganze mit dem Gegencutten dann wieder. Und ja, muss man halt immer ein bisschen gucken. So, wie ich schon angekündigt habe, ich outline auch den Block. Also er bekommt von mir auch immer so Trenner dazwischen. Hier mache ich den mal gerade dunkel, muss ich gleich wieder was hell nachlegen. Ist aber keine Probleme. Und das Ganze bekommt ja, wie gesagt, nachher noch eine weiße Säcki. Die Outlines werden noch zum Leuchten gebracht, dass man auch die besser oder mehr sehen kann. Im Moment wirkt das Ganze für euch wahrscheinlich etwas sehr zu dunkel, ändert sich aber noch. Da
Das Coole ist halt, wenn man halt mit einer dünnen Outline, also mit einem dünnen Stift die Outline zieht, hat man natürlich noch den Spielraum, an manchen Stellen die Outline, wie ich sie jetzt mache, fetter werden zu lassen und somit auch wieder von der Outline her ein bisschen Schwung mit in das ganze Ding reinzubringen. Das ist eine ganz lustige Spielerei, die sich auch lohnt, gerade an der Wand. Wenn du da dann halt wirklich die Outline fetter werden lässt an manchen Stellen, ist das ganz cool. Der Sechser ist da so ein Spezialist drin. So. Ich werde die Outlines aber erst nach rechts fetter werden lassen, also so richtig extrem fetter werden lassen. Weil der Style ja links kleiner ist, rechts größer. Und das ist der Plan. Kennt ihr das, wenn euch so ein bisschen schlecht ist vor Hunger? Das habe ich gerade. Ich habe heute noch nichts gegessen. Bin ja gerade so ein bisschen im Abnehmen-Modus. Und hau mir quasi die ganze Zeit nur Wasser rein. Aber irgendwie ist das für den Kreislauf gerade bei der Hitze nicht immer so das Beste. Und ich muss euch sagen, ich bin wirklich froh, dass ich das nicht mit dem fetten Lila hier mache. Das hätte nämlich nicht so cool ausgesehen. Dann wäre das mehr so, ja, ich sag mal, der Street Art Stil geworden. Mehr so in Richtung Bombing. Und gerade weil wir ja jetzt schon so viele saubere Fadings gemacht haben und so feine Details, würden die halt komplett verloren gehen teilweise. Weil die Stiftbreite einfach zu krass wäre. So, ich merke gerade, ne, das ist ja hier wieder getrocknet. Ich hatte ja gesagt, die Leinwand hing total durch. Und die ist jetzt wieder schön stramm. Und ich habe keine Keile hinten rein gemacht. So. Ich glaube, ich sage viel zu oft so. Aber naja, wenn man sich konzentriert, dann labert man manchmal schon mal ein bisschen Müll. So, 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 so. Ich glaube, jetzt habe ich es oft genug gesagt. Ich muss mir mal wieder ein bisschen Farbe rauspumpen. Das wäre es jetzt, wenn der leer geht. Aber da hätte ich vorgesorgt, ich habe nämlich noch so einen. Sind auch ganz cool, also ich habe damit auch schon mal Schuhe oder so bemalt, irgendwie Sneakers oder High Heels oder sowas kann man damit super bemalen. So, die Outline wird fetter. So. Tut mir leid, wenn ihr im Hintergrund WhatsApp oder so ab und zu hört. Ich habe tatsächlich wieder vergessen, das Handy auszuschalten. Muss ich mal gucken, dass ich das jetzt nach dieser Folge schnell tue. Oder wenigstens das Handy packe und einfach in einen anderen Raum schmeiße. Dass wir hier ungestört sind.
So. Ja, und die Outlines, die trennen halt immer ganz gut alles ab. Wobei, wie gesagt, mir wäre es lieber gewesen, bei dem Bild auf Outlines komplett zu verzichten. Aber dann wäre das schwer geworden mit hier Mischtechniken. Ich bin auch noch am Überlegen, ob ich am Ende noch mit der Kanne ein bisschen Nebel reinmache. Aber ich glaube, dafür ist die Leinwand einfach zu klein. Das würde es vielleicht alles ein bisschen überlagern. Zu viel, wissen wir ja, ist auch nicht gut. Jetzt heute wieder einen Kommentar gelesen, da hat sich jemand bei mir bedankt, dass diese Person durch meine Videos halt gelernt hat, Graffitis zu zeichnen und das cool findet. An dieser Stelle sage ich Dankeschön zurück. So ein Feedback freut mich natürlich immer. Dann weiß ich auch, dass ich das Ganze hier für euch nicht umsonst tue, sondern dass ihr da auch Bock drauf habt und dass euch das freut. Und das ist ja auch schon alles, was ich möchte. So. Muss nur immer dran denken, auch hier die Blöcke mit zu outline. Jetzt vermalen wäre natürlich echt kacke. Aber es geht echt gut hier mit den, mit dem Stift, stelle ich gerade fest. Ich hatte da so ein bisschen Bammel wegen der Leinwandstruktur an sich. Aber das haut gut hin, eigentlich. So, hier muss ich gucken, dass ich den Flow richtig treffe. Wenn ich mal kurz aufhöre zu malen, Leute, dann schaue ich gerade auf die Uhr. Weil das Bild hier wird doch ein paar Folgen kürzer, als ich geplant habe. Und deswegen muss ich auch mit den Folgen gucken, dass ich hier ein bisschen kürzere Folgen habe. Weil sonst kann ich nicht jeden Tag für euch liefern. Weil ich viel arbeiten muss und dann jetzt auch demnächst im Urlaub bin. Und dort werde ich zwar drehen, aber dort kann ich nicht schneiden und ähnliches. Deswegen. Aufpassen, dass ich nirgendwo reinkomme. Ich glaube, bisher ist die Zeit, die ich in dieses Bild investiert habe, circa bei, ich glaube, 5 Stunden sind wir jetzt. 5 Stunden malen. Ein Part davon gestern Abend bis gestern Nacht aufgenommen, ein Part heute an einem schönen Sonntag. Wir haben jetzt gerade 17.36 Uhr. So, hier die mache ich noch mal ein bisschen fetter. Vor allem in der Mitte. So. Beats zu malen war eine klasse Idee. Das hat auf jeden Fall war ein sehr guter Rückschluss aus dem ersten Let's Paint.
macht sowohl mehr Spaß beim Malen als auch, ich glaube, beim Zuschauen. Mit der Lautstärke bin ich jetzt noch nicht so sicher, ob die richtig ist. Da werde ich aber auch im Nachhinein jetzt nicht großartig dran drehen können. Ist halt so, wie es ist jetzt. Müssen wir in der Zukunft weiter optimieren. So Leute, ich muss noch mal gerade gucken und auch schon wieder abmoderieren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Es geht mit den Outlines weiter. Wir bauen in der nächsten Folge ziehen wir die durch und dann gucken wir mal, dass wir mit dem Lila und dem Rosa und dem Weiß reingehen. Dann kommt noch eine Second Outline. In den Blocks habe ich noch ein, zwei Spielereien geplant. Lasst euch einfach überraschen. Wir sehen uns morgen wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haust rein. Ciao.